bin der Pater Philipp Steiner. Ich bin 28 Jahre alt. Ich komme von Brunnen, das liegt am Vierwaldstättersee. Und ich bin hier im Kloster Einsiedeln seit 2007, wo ich als Kandidat eingetreten bin. Und bin mittlerweile schon 7 Jahre lang hier im Kloster. Der Tagesablauf im Kloster ist sehr strukturiert. Das heisst, er ist geregelt durch die Gebetszeiten, die den Tag wirklich am Tag seine Struktur verleihen tut. Der Glaube hat mich immer schon fasziniert. Gott war immer in meinem Leben präsent. Und von dem her hat sich das eben relativ schnell herauskristallisiert, dass ich eigentlich möchte, den Glauben, Gott, wirklich ins Zentrum von meinem Leben stellen. Und ich habe mir auch andere Berufe vorstellen. Ich wollte als Kind auch mal Bauer werden. Lange Zeit auch Archäologe, Geschichte. Ich konnte mir auch vorstellen, eine Familie zu haben. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, der Glaube, die Beziehung zu Gott ist mir so wichtig, dass ich sie auf eine Art und Weise exklusiv leben. Und dann bietet sich an, ein Leben in Gemeinschaft mit anderen Menschen, ein Leben als Mönch. Er ist ein sehr aufgestellter, einer, der voller Tatendrang ist. Er will immer etwas machen und auch etwas verändern, etwas zum Positiven verändern. Das ist eine Grundtendenz, die er in allem im Innen hat. Ich weiß nicht genau, wie das Klosterleben aussieht, aber man stellt sich einfach so vor, dass man da so ganz abseits von allem lebt. Nur für sich alleine. Keine Elektronik. Ja, ich denke, viel Stille, viel Ruhe, Güte wahrscheinlich. Viel beten, viel in Ruhe, mit sich, mit Gott, in Frieden. Aber die haben sicher auch Aufgaben, je nachdem, welche Abteilung das sie sind, ist es ein Fulltime-Job, also die haben das zu tun. Ich weiss nur, dass sie ihre Predigen haben und dass sie morgen beten. Und ja, mehr weiss ich eigentlich nicht. Das Klosterleben ist sehr durch die Medien beeinflusst, durch das, was in Filmen gebracht wird, durch Bücher auch, Literatur, Romane. Und es ist immer, dass das Kloster eine ganz spezielle Welt ist. Und das ist tatsächlich, es ist eine Welt, die es sonst eigentlich so nicht mehr gibt, eben, wo Gott wirklich ins Zentrum gestellt wird, wo Menschen zusammenleben, um den Glauben gemeinsam zu leben. Wieso es so speziell ist, das sind sehr unterschiedliche Erwartungen der Leute. Aber sie haben immer das Gefühl, das ist eine düstere Welt. Im Kloster, das sind skurrile Gestalten, die irgendwie mit den Kapuzen über dem Kopf durch die Gänge laufen und so weiter. Also es gibt schon skurrile Gestalten in den Klöstern, das will ich nicht sagen, aber es sind normale Menschen. Es sind Menschen mit Stärken, mit Schwächen, es sind Heilige, die sich in einem Kloster befinden. Es gibt aber auch Menschen, die Schuld auf sich geladen haben. Ich erwähne jetzt einfach die Missbrauchsskandale, die aufgedeckt worden sind. Und das Kloster selber ist noch keine Garantie zu einem erfüllten Leben. Es wird einem nichts geschenkt, auch im Kloster nicht. Und man hat es eben selber in der Hand, was man daraus machen wird. Hey, der Robin. Hallo zusammen. Ich bin den ganzen Tag hier. Ich gebe bei unseren Kleinsten, bei den Erstklässlern im Untergymnasium, gebe ich Religionsunterricht. Versuche ihnen da den Glauben, die Kirche, Gott auf eine lebendige, unkomplizierte Art und Weise näher zu bringen. Das ist eine sehr schöne, aber auch fordernde Aufgabe. Der Tim kommt nicht, der Luca kommt nicht. Der Nils kommt auch nicht. Da hast du heute mal. Du bist noch nie so viel, hast noch nie so viel gelernt wie heute. Ich denke, es wäre brutal und falsch, wenn jetzt ein Kloster total isoliert wäre. Es soll eine Wechselwirkung sein. Wir sollen wissen, was bewegt junge Menschen in der heutigen Zeit. Was ist ihnen wichtig? Wie leben sie? Was denken sie? Und eben, wenn wir so für uns selber würden leben, das ja, wäre eine schlechte Sache. Taufe und Firmung, das ist immer das Ja zu Gott, zum Glauben. Aber es ist gleichzeitig auch das Ja von Gott zu uns. Und die Eucharistie, das tut den Glauben nähren, das tut den Glauben pflegen, indem wir eben Jesus immer wieder empfangen tun, in der Hostie. Dann kommt er in unser Herz und bleibt bei uns. Und das ist ganz eine tiefe Beziehung.
Die Glocke tut nicht schwingen, sondern da wird nur mit einem Hammer angeschlagen. Wer tut das? Den Hammer selber, das ist ein Automat. Es müsste doch so. Ja, das ist nur beim Gottesdienst. Ja. Also, gehen wir rauf, dann hören wir die Glocke sogar noch nachher. Das ist verdammt gefährlich. Genau. Schade. Also, wir können den Albträumen überwegen. Das ist eine sehr schöne Aufgabe, der Austausch mit jungen Menschen, mit ihren Fragen, Sorgen, mit ihren Antworten auch auf die Fragen von dem Leben. Bedeutet mir sehr viel, das ist mir sehr wichtig. Gleichzeitig erlebe ich auch diese Spannung sehr gross. Also ich habe ein Leben, wo Gott im Zentrum steht, wo der Glaube jeden Tag Thema ist. Und dann erlebe ich halt auch junge Menschen, die aus einer ganz anderen Welt kommen, wo der Glaube in der Familie keine Rolle mehr spielt, die vielleicht gar keinen Zugang mehr zu Gott haben. Und das, diese Spannung irgendwie auszuhalten und auch irgendwie zu überbrücken, das ist eine grosse Herausforderung. Also wir haben an Ostern haben wir zwischen 1'500 und 2'000 Leute im Gottesdienst gehabt. Und jetzt, unter der Woche sind es immer weniger, aber es sind vielleicht 100, 200 Leute maximal. Ich habe vor dem Professor nicht mal so eine Phase gehabt, wo ich mich wirklich noch ernsthaft damit auseinandergesetzt habe. Soll ich mich jetzt wirklich das Leben lang binden? Aber als ich mal Ja gesagt habe, bin ich irgendwie ruhig geworden. Ich habe gewusst, nein, das ist meine Aufgabe, das ist meine Berufung, das ist der Ort, wo mich Gott haben will. Es ist gut, dass man Zweifel hat. Es ist gut, dass man sich überlegt, ja, ist das mein Weg? Und vielleicht ist jetzt nicht so die Frage Ja oder Nein, sondern eher die Frage Wie. Wie will ich Mönch sein? Und das ist viel eine schwierigere Frage. Also vom Vater aus war es eigentlich kein grosses Problem. Der hat es relativ locker genommen. Oder jedenfalls ja, von außen betrachtet relativ locker. Die Mutter hat sehr viel größere Mühe gehabt, das zu akzeptieren. Sie hat wirklich sehr ein negatives Bild von einem Kloster gehabt, wo sie das Gefühl hatte, also ein junger Mann passt jetzt wirklich nicht in so eine Gemeinschaft rein. Der hat doch das Leben noch vor sich. Der sollte all die Möglichkeiten, die man heute hat, auch ausschöpfen. Und von dem her hat sie sich sehr schwer getan mit dem Klostereintritt. Hat aber nachher mit den Jahren hat sie das können akzeptieren, gesehen. Ich bin glücklich mit dem Leben, mit dieser Lebenswahl, die ich da getroffen habe. Und von dem her heute kann sie das sehr gut akzeptieren. Er ist noch voll ideal. Das ist schön. Ich hoffe es auch noch. Aber man wird dann vielleicht irgendwie mit der Zeit auch von der Realität auch eingeholt, wo man dann zurücksteckt und das Ideal nicht mehr so intensiv verteidigt. Vielleicht am Anfang. Das Fenster zur Außenwelt ist uns sehr wichtig und das ist eigentlich auch wieder offen gehalten, bei uns auch gefördert, aber die Auseinandersetzung ja, mit der Welt, was einfach so laufen tut. Es ist ein Verzicht. Es ist etwas, das nicht immer gleich einfach ist, was auch sehr schwierig sein kann. Aber indem ich den Zölibat, die Ehelosigkeit wirklich einordne, in den grösseren Kontext, macht der Verzicht auf das Ausleben von Sexualität, also auch Sinn für mich, ist lebbar, kann gleich zum erfüllten Leben führen. Und ich versuche halt,
gute Beziehungen, die jetzt halt nicht sexueller Art sind, aber wo ich gleich mich eingeben kann in Freundschaften. Also der Mönch ist nicht jemand, der allein leben tut, der einsam ist, sondern der sich eingebunden weiss in einer grösseren Gemeinschaft. Und darum ist auch der Zölibat in einem Kloster sehr gut lebbar. Sport ist mir vor allem als Ausgleich wichtig. Als Mönch sind wir ausgesprochene Kopfmenschen. Guten Nachmittag. Tschüss. Danke. Der Körper kommt auch vielfach zu kurz. Obwohl unsere Klostergänge relativ lang sind, haben wir wahrscheinlich genug Bewegung. Aber der Sport ist mir wichtig als Ausgleich, indem ich halt bewusst eben auch eine Art Leistungssport machen tue, wo ich wirklich auch den Kontakt zum Körper, das Körpergefühl kann entwickeln und auch in einem einen gesunden Mensch bin, einen ganzheitlichen Mensch, der eben nicht nur aus Kopf und Herz besteht, sondern eben auch einen Körper hat. Im 21. Jahrhundert hat sich das so entwickelt, dass wir halt vor allem am Schreibtisch tätig sind, im Büro Arbeiten verrichten müssen und halt vor allem intellektuelle Arbeit leisten müssen, als Lehrer, als Seelsorger. Das Klosterleben, das Leben als Mönch, das ist ein Leben, das sich lohnen tut, das schön ist, wo ich meine Erfüllung, mein Glück erfahren darf. Und man kann das Ganze nicht verstehen, wenn man nicht den Horizont von Gott, vom Glauben hat.